Nach ersten Schätzungen der Polizei versammelten sich rund 200 Demonstranten in Wiesbaden-Sonnenberg, um gegen eine Kommunalwahlkampfveranstaltung der AfD zu protestieren. Die Polizei sperrte die König-Adolf-Straße ab. Die Wahlkampfveranstaltung fand im Bürgerhaus Sonnenberg statt. Also ich persönlich finde das insofern immer sehr traurig. Es kostet Steuerzahlergelder, dass die Polizei uns vor irgendwelchen Linksradikalen irgendwie schützen soll. Und wenn man diese armen Menschen da sieht, habe ich eher mit denen Mitleid. Aber ich bin darüber nicht überdost. Wenn die eben ihre Meinung haben, ist es in Ordnung. Wenn sie demokratisch wären, dann würden sie nicht so Randale machen, sondern würden sich mit uns gemeinsam über bestimmte Dinge auseinandersetzen, was sie allerdings nicht tun. Weltweit leben in Entwicklungsländern. Ja, Deutschland ist im absoluten Sinne die meisten Geflüchteten in Europa. Aber ich sehe es halt selbstverständlich an, und als Bürgerpflicht hierher zu kommen und gegen die Rechten zu demonstrieren. Wiesbaden ist vielfältig und bunt, und es muss ein klares Zeichen dagegen gesetzt werden. Wenn man hört, was ihre Spitze davon sich gibt, zum Beispiel die Frau Petri mit ihrem Schießbefehl oder die Frau von Storch, dann ist das einfach unerträglich und für Deutschland einfach nicht tragbar. Ich bin hier, um ein Zeichen gegen Rechts zu setzen, um zu zeigen, dass es hier Menschen in der Gesellschaft gibt, die sich gegen diese rechte Gesinnung und gegen Nationalismus wehren. Das wird man doch wohl noch sagen dürfen. Die Demonstration verlief friedlich. Die Wiesbadener Kommunalwahlen finden am 6. März statt.